Herzlich willkommen bei Eschas Tarot, lieber Steinbock. Ich möchte einmal schauen, was der Mai für dich energetisch schon sehen lassen möchte mit den Tarotkarten. Ich mische sie als allererstes in der Hand. Ich werde diesmal das keltische Kreuz legen und dann schauen wir mal, was wir da so sehen können bei dir, lieber Steinbock. Nummer uno. Also die Karten lassen sich bei dir wirklich sehr ruhig und sehr geordnet mischen. Das kann manchmal schon so ein kleiner Hinweis sein, dass das ein ruhiger Monat wird, dass da nicht so viel los ist. Nee, die kommt nach hier, die kommt nach hier. So, drei Stück brauchen wir noch. Und ich glaube, das sind genau drei Stück. Ja, das sind drei Stück. Fangen wir an. Okay, lieber Steinbock, wir schauen hier als allererstes auf das Thema. Das sind diese beiden Karten, die gekreuzt sind, ne? Ich lege die Karten gleich nochmal ein bisschen anders hin, dass wir sie komplett im Bild haben, wenn sie alle aufgedeckt sind. Da haben wir hier einmal drei und drei. Drei Münzen und drei Stäbe. Das ist interessant. Es kann sein, dass hier eine Art Veränderung auf dich zukommt, beziehungsweise dass da irgendwie aber auch ein Segen drauf liegt, ne? Drei ist eine sehr magische, eine sehr heilige Zahl und ist sowas sehr Rundes, ne? Drei, heilige Dreifaltigkeit, ne? Wir haben hier, wie gesagt, die drei Münzen. Das ist so ein bisschen so eine Prüfungssituation. Und durch diese Prüfungssituation hast du hier plötzlich einen Ausblick. Also das kann sein, dass dich irgendwie eine Prüfung erreicht oder du auf eine Prüfung, auf den Prüfstand gestellt wirst und dann sich dabei aber neue Optionen entwickeln, ne? Dass du dann irgendwie das Gefühl hast, alles klar, jetzt wo ich das erledigt habe, wo das fertig ist und ich mich bewiesen habe, dadurch bekomme ich neue Optionen und neue Aussichten auf irgendetwas anderes. Das kann zum Beispiel im Beruf sein, dass dein Chef dir ein Projekt anvertraut, was er dir sonst nicht anvertraut hätte und du machst das aber sehr gut. Und dadurch entwickeln sich einfach neue Optionen, dass dein Chef sagt, alles klar, das ist hier ja wunderbar gelaufen, ne? Dann können wir in Zukunft noch mal ein bisschen anders mit dir arbeiten oder planen. Bei der Prüfung brauchst du keine Angst haben, ne? Das ist eine sehr wohlwollende Situation. Da sind Leute, die unterhalten sich mit dir über dein Handwerk, deine Kompetenzen und sie wissen die aber auch zu schätzen und versuchen noch ein bisschen nachzujustieren, ne? Da sind Leute, die stärken dir den Rücken. Die wollen dich nicht durchfallen lassen, sondern sie wollen dir tatsächlich helfen, um besser zu werden. Es muss nicht unbedingt im Beruf sein. Das möchte ich einmal kurz vorweg sagen, weil ich hier gerade das Beispiel mit dem Beruf hatte. Das kann sich wieder auf alle möglichen Bereiche deines Lebens beziehen. Liebe, Familie, soziales Gefüge, ne? Beruf etc. pp. Jetzt schauen wir mal, was wir da so noch im Bewusstsein sehen. Ah, hier ist eine Mangellage gewesen. Oder beziehungsweise es ist dir bewusst, dass du jetzt da irgendwas ändern musst, dass da jetzt irgendwie eine Veränderung her muss und dass du auch auf den Prüfstand gestellt werden musst oder du musst dich selber auf den Prüfstand stellen, damit du aus dieser Mangellage rauskommst. Im Unterbewusstsein weißt du aber die Antwort eigentlich schon ganz gut. Das Schwierige ist natürlich, dass es im Unterbewusstsein steckt und nicht im Bewusstsein, ne? Du hast tatsächlich schon irgendwie, also es wirkt hier tatsächlich ein bisschen ausweglos, zumindest in deinem Bewusstsein. Aber wir haben hier eine Karte, die sagt, ja, eigentlich hast du den Rundumblick. Und in Wirklichkeit, ganz tief irgendwo in dir vergraben, in deinem Kopf, hast du die Antwort eigentlich schon. Du siehst beide Wege, wo es sich hin entwickeln könnte. Aber wie gesagt, bewusst ist dir das noch nicht. Hier ist auch eine sehr kluge Karte oder beziehungsweise sie zeigt eine gewisse Weisheit an. Wenn du selber diese Weisheit nicht greifen kannst oder das Gefühl hast, dieses Thema übersteigt deine eigene Weisheit, dann wende dich an jemanden, der Rat geben kann, ne? Die Hohepriesterin ist auch immer eine Karte, die auffordert, jemanden zu suchen, der Rat geben kann. So, in der Vergangenheit hatten wir hier starke Zweifel. Das Interessante ist, dass wir hier mit der Numerologie hier sehr stark gerade, springt mir gerade richtig ins Auge, ne? Wir hatten hier drei Stäbe und drei Münzen, jetzt kommen hier zwei Schwerter, ne? Das heißt, hier kommt so eine langsame Weiterentwicklung, ne? Von zwei zu drei. Und mit den Schwertern hatten wir hier massive Zweifel und auch diese Ausweglosigkeit, die ich hier in der Vergangenheit habe. Jetzt gucken wir mal in die nahe Zukunft. Okay, doll wird es immer noch nicht, aber es wird besser. Das ist schon mal was Gutes. Also tatsächlich,
Gut, diese Karte mutet jetzt nicht so danach an, dass es besser wird, weil immer noch das Herz gebrochen ist. Es ist immer noch eine verregnete und verhagelte Stimmung. Aber in der Entwicklung zwischen den zwei und den drei Schwertern haben wir irgendwie eine Klarheit reingekriegt. Ja, natürlich darfst du irgendwie traurig sein und du darfst auch darum trauern, was auch immer das hier ist. Ne? Du gräbst dich gerade aus einer Misere wieder heraus. Das muss man sagen. Und das hier ist der Weg. Das Schöne ist halt, wie gesagt, es passiert was. Da kommt eine Weiterentwicklung in Schwung. Aber wie gesagt, dieser Weg wirkt steinig, hart und beschwerlich. Das muss ich jetzt auch einmal deutlich dazu sagen. Aber hier kommen Sachen ins Rollen. Hier kommen Sachen und entwickeln sich. So, die Einstellung dazu ist tatsächlich, es soll hier alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es soll hier sich bitte wieder alles ganz schnell, ganz, wie mit so einem Schnipsen soll sich bitte alles erholen und alles wieder gut sein. Vielleicht hast du hier auch irgendwie, weiß ich nicht, hier war was sehr Wohlwollendes. Du hast das mit sehr viel Harmonie, vielleicht auch mit Familienglück oder generell Glück verbunden. Und jetzt ist das irgendwie in die Grütze gegangen. Das kann tatsächlich sein. Könnte auch zum Beispiel Thema Liebe sein. Jetzt mal als Beispiel. Ich gebe immer Beispiele. Ich sehe hier nur die Energien, aber ich gebe natürlich Beispiele, die natürlich so auf euch wahrscheinlich nicht zutreffen. Wenn ihr zum Beispiel hier eine Liebe hattet, wenn es sich darum dreht, ne, dann war die Liebe wahrscheinlich nicht so besonders toll. Ihr wart in einer Mangellage drin, kaum Aufmerksamkeit, kaum Gefühle, viele Verzweiflung, ne? Und jetzt fängt man an, sich daraus zu lösen und natürlich blutet das Herz. Aber deine Einstellung dazu war eigentlich, du möchtest Harmonie, Liebe und Glück haben, ne? Das ist so ein bisschen die Einstellung dazu. Wie es dann in der Realität ausgesehen hat, war wahrscheinlich ganz, ganz anders. Okay. Umfeld und Einfluss sagt, ja, mach dich bitte auf den Weg. Mach dich bitte, bitte auf den Weg. Sieh zu, dass du da aus dieser Situation wegkommst. Also wie gesagt, diese Entwicklung sehen wir hier schon. Aber scheinbar sagt auch dein Umfeld, bitte, bitte beende das. Bitte guck, dass du aus diesem komischen Ding, ich weiß auch nicht, was das ist, wie gesagt, das scheint eine Angelegenheit zu sein oder beziehungsweise vielleicht auch eine Lebenssituation. Und du sollst dich daraus bitte befreien. Zumindest ist dein Umfeld schon länger, die sehen das von außen. Vielleicht haben die dich auch schon immer mal ein bisschen getriezt und versucht, ein bisschen in die richtige Richtung zu treten. Aber die sind auf jeden Fall der Meinung, du solltest diese Situation verlassen, du solltest dich auf einen neuen Weg machen. Wie gesagt, das wirkt aber gar nicht so einfach. Du brauchst da noch ein bisschen Entwicklung, aber die Entwicklung hat angefangen. Das ist ja schon mal was Gutes. Hoffnungen und Ängste. Hoffnungen könnte tatsächlich sein, dass sich das alles wieder so erregelt. Dass diese Situation, also du entwickelst dich zwar innerhalb dieser Situation, du nimmst sie jetzt nicht mehr so leicht hin, vielleicht stellst du sie schon auf den Prüfstand, aber du hast irgendwie das immer noch diese genauso wie diese Karte, ne? Du hast irgendwie immer noch diese leise Hoffnung, dass sich das von alleine erledigt und von alleine wieder gut wird, ne? Wie gesagt, das muss ich jetzt aber mal ganz deutlich sagen, das ist eine Hoffnung, ne? Das ist keine Realität und das ist auch kein Schicksalsweg, den ich hier gerade sehe, sondern das ist einzig und allein deine Hoffnung, die du im Herzen trägst. Jetzt gucken wir mal auf die langfristige Zukunft und ich glaube, da kommt eher so eine Ernüchterung bei dir an. Also das ist tatsächlich eine Karte, wo man, also in deiner Situation würde ich hier ganz deutlich sagen, okay, du hast gedacht, es wären 10 Kelche. Kelche sind, wie gesagt, gefüllt mit Blut, Herzblut, Schweiß, Tränen, alles, was man so an emotionalen Sachen hineingeben kann in Beziehungen. Und du dachtest immer, das wären die 10 Kelche und dadurch habt ihr einfach Friede, Freude, Sonnenschein, Regenbogen, Zuckerwatte, Einhörner etc. pp. So hast du dir vielleicht auch eine Beziehung vorgestellt. Und jetzt kommt die Ernüchterung. Es soll sich irgendwie regeln. Gut, muss nicht 10 Kelche sein. Auch gut, ich mache den Kompromiss auf 5. Und jetzt kommt die Ernüchterung auf lange Hinsicht und du sagst, alles klar, das waren keine 10 Kelche, das waren 3. Maximal. Maximal, ne? Also wirklich, der hatte irgendwie nicht viel übrig für mich. Das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war nicht diese überschwängliche 100% Liebe, sondern der hat vielleicht 70% sich selber geliebt und 20, 30% sind für mich übrig geblieben, ne? Hier kommt, wie gesagt, eine ganz starke Ernüchterung und ich glaube auch irgendwie so eine Art Erholung von dieser Sache, ja. Okay, Steinbock, das war jetzt nicht so ganz so einfach. Wie gesagt, im Mai wird diese Veränderung oder diese Entwicklung wahrscheinlich stattfinden. Ich würde noch mal kurz auf die Hohepriesterin verweisen.
dass du dir da Rat suchen solltest. Nicht bei einer hohen Priesterin, sondern generell einfach bei jemandem, der die Sache sehr rational und sehr nüchtern betrachten kann und bei dem du dir vielleicht auch schon in der Vergangenheit Rat eingeholt hast, ja? Okay, lieber Steinbock, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.